Das ist die vorletzte Zigarre in der Reihe der kubanischen Robustos, die Romeo y Julieta Short Churchill. Romeo und Julia sind ja bekanntlich schon verstorben und ich schaue mir mal an, die Zigarre auch zum Sterben gut ist. Bis gleich. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Zigarrenbalkon. Es geht um die Romeo y Julieta Short Churchill, eine kubanische Robusto mit einem klassischen 50er-Rinnenmaß und einer Länge von 124 mm. Und damit ist sie kurioserweise um 0,2 mm länger als die anderen kubanischen Robustos, warum auch immer die Kubaner das so machen. Die Patagas D4 ist ja auch schon von den klassischen Robusto-Werten ein wenig abgewichen. Das hier ist also kein Einzelfall. Ich reg mich da auch nicht drüber auf, wie schon vermutet wurde, aber wenn ich schon über die Maße der Zigarre rede, dann finde ich, dass ich auch hier auf die Besonderheiten eingehen sollte. Es spielt auch keine große Rolle und ich bin mir auch recht sicher, dass sowas hier in den Fertigungstoleranzen komplett untergeht, aber ich finde die Abweichung halt ganz witzig und deswegen wollte ich es nicht unerwähnt lassen. Das Boxing Date ist mir hier wieder unbekannt, weil ich sie im Laden als Einzelexemplar gekauft habe, aber wahrscheinlich ist sie schon deutlich jünger als 12 Monate. Die Kubaner sind ja aktuell in 2020 schon recht rar geworden und wenn etwas verfügbar ist, dann ist es auch meistens schnell wieder abverkauft. Deswegen gehe ich einfach davon aus, dass die Zigarre nicht so wirklich alt ist. Die Rauchdauer liegt hier wieder bei den üblichen 60 Minuten und wir haben natürlich eine komplett von Hand gefertigte Longfiller-Zigarre. Verkauft wird sie in einer 10er-Kiste und in einer 25er-Kiste. Außerdem gibt es sie noch in der 3er-Pappschachtel im Aluminium-Tubo. Da zahlt man allerdings einen heftigen Aufpreis von 1,10 Euro nur für diesen Aluminium-Tubo. Nehmt für den Transport hier lieber sowas hier wie diese wiederverwendbaren Tubos. Das ist besser für den Geldbeutel und natürlich auch besser für die Umwelt. Vom Deckblatt her haben wir hier eine wirklich wunderschöne Colorado-Färbung und das Deckblatt hat wirklich exzellente Qualität dieses Mal. Es sind überhaupt gar keine Blattadern sichtbar oder irgendwelche Verfärbungen oder sonstige Punkte auf dem Deckblatt sind überhaupt gar nicht zu sehen. Ein einziges Manko ist so ein kleiner Riss hier unten am Brandende, aber den habe ich mir selber zuzuschreiben, weil ich die Zigarre einmal quer durch die Schweiz und durch Deutschland transportiert habe und ja, dabei ist das halt leider passiert. Wenn wir uns mal den Kaltgeruch angucken, dann haben wir hier eine deutliche Zedernote. Aber auch leichte Zitrustöne, die ein bisschen mitmischen und im Hintergrund florale Töne. Also riecht schon mal sehr spannend. Dann wollen wir die Zigarre mal anschneiden und gucken, was der Zugwiderstand macht. Perfekt, kann man überhaupt gar nichts meckern. Mal gucken, was der Kaltzug sagt. Schöne florale Töne hier im Vordergrund. Unterlegt von diesen typischen kubanischen, erdig-ledrigen Tönen und im Hintergrund. Eine leichte Holzigkeit. Schmeckt sehr gut. Dann zünden wir die Zigarre doch mal an und gucken, was die ersten Züge so bringen. So, dann wollen wir mal schauen. Ziemlich ähnlich zum Kaltzug. Wir haben im Vordergrund auch so florale, holzige Töne. Von der kubanischen Seite her würde ich sagen, das Leder überwiegt hier deutlich im Gegensatz zur Erde und im Hintergrund ist schon so eine wunderbare Cremigkeit herauszuschmecken. Ich melde mich gleich nach dem ersten Drittel wieder und erzähle euch ein bisschen was über die Geschichte der Zigarre. Bis gleich. Jetzt im ersten Drittel ist die Zigarre wunderbar cremig und wunderbar nussig
Es gibt immer noch so diese Ledernote, die im Hintergrund mitschwingt und dann und wann kommen so ein bisschen holzige Röstaromen durch. Wirklich sehr, sehr lecker. Ja, zum Glück sind jetzt die Kinder mit dem Fußballspielen fertig. Jetzt können wir uns vielleicht mal ein bisschen der Geschichte der Zigarre widmen in aller Ruhe. Die Geschichte der Marke habe ich ja schon in meinem Video über die Mille Fleurs besprochen. Daher wollte ich das an dieser Stelle nicht nochmal wiederholen. Wer sich dafür interessiert und es noch nicht gesehen hat, dem blende ich einfach hier oben nochmal den Link zu dem Video ein. Deswegen an dieser Stelle hier mal nur ein paar Informationen zur Zigarre selbst. Die Short Churchill ist die vierte Zigarre in der Churchill-Familie, neben der normalen Churchill, der Petite Churchill und der White Churchill. Die Zigarre hat formattechnisch mit der richtigen Churchill überhaupt gar nichts zu tun. Die ist nämlich deutlich länger und ganze 3 Ringmaße kleiner. Oder wie sagt man das? Vom Ringmaß her 3 Nummern kleiner, das klingt ein bisschen besser. Im Prinzip ist das also nur eine reine Marketingentscheidung gewesen, die hier Short Churchill zu nennen. Einfach um von dieser Churchill-Familie, von diesem Ruf der Churchill einfach ein bisschen profitieren zu können. Ansonsten hätte man die Zigarre ja auch einfach Romeo y Giulietta Robusto nennen können. Die Zigarre kam 2006 auf den Markt, um auf den Robusto-Zug aufspringen zu können, weil die Robusto ja immer noch das beliebteste Zigarrenformat der Welt ist und es bisher ja auch noch keine Robusto im Standardportfolio von Romeo y Giulietta gegeben hat. Es gab vorher nur eine Robusto, nämlich die Limitada aus 2001, die Romeo y Giulietta Robusto. Und jetzt wissen wir auch, warum sie den Namen für diese Zigarre her nicht verwenden konnten, weil er ja halt schon von der Limitada belegt war. Geschmacklich ist sie eher eine milde Vertreterin der Marke und ihr wird auch sehr viel Aging-Potenzial zugesprochen. Wir sehen uns gleich nach dem zweiten Drittel wieder und dann gibt es wie üblich ein paar Informationen zur Preisgestaltung. Bis gleich. Jetzt im zweiten Drittel ist die Zigarre wunderbar floral, cremig. Sie schmeckt leicht nach Kaffee und immer mal wieder kommen so nussige Spitzen durch. Und das Ganze ist unterlegt von so einer toastigen Röstigkeit. Schmeckt mir ja sehr, sehr gut. Ja, bei den Preisen ist gerade ein wenig Bewegung drin, weil die Händler gerade dabei sind, die neuen Chargen von Fifth Avenue zu bekommen, wo jetzt überall neue Preise dran stehen, die natürlich höher sind als die alten Preise. Im Basispreis macht sich das so mit 1 bis 2 Cent bemerkbar. Und deswegen haben sich die Werte im Vergleich zu den letzten Videos über die Robustos ein wenig geändert. Also bitte nicht wundern, wenn hier die Zahlen über die verschiedenen Videos hier nicht alle hundertprozentig zusammenpassen. Vom Preis her liegen wir hier jetzt mittlerweile bei 11,90 Euro und über das Volumen von gut 38 Kubikzentimetern kommen wir auf einen Basispreis von 31 Cent. Weil es so viele Vitolas im Romeo y Giulietta Portfolio gibt, ohne die Sonderedition und die Casa-Ware müssten das so um die 22 sein, habe ich jetzt keine einzelne zum direkten Vergleich rausgepickt, aber der Markenschnitt, den ich ausgerechnet habe, der liegt so bei 29 Cent. Wir sind hier also ein klein wenig teurer als der Durchschnitt der Marke. Als Vergleichsgruppe haben wir natürlich wieder die anderen kubanischen Robustos, von der Cohiba Robusto bis zur Juan López Selección Nummer 2. Ich will sie jetzt nicht alle nochmal durchgehen. Die Preise sind wie gesagt alle so um 1 Cent gestiegen und der Durchschnittspreis liegt jetzt mittlerweile auch schon bei 34 Cent. Also das heißt, wenn wir die Short Churchill hier mit den anderen Robustos vergleichen, dann liegen wir hier leicht unterhalb vom Durchschnitt, welcher allerdings von der Cohiba schon deutlich angehoben wird. Ohne die Cohiba würde der Schnitt bei 30 Cent liegen und dann wären wir hier halt schon 1 Cent drüber. Aber so oder so, wir liegen hier im mittleren Preissegment. Wir sehen uns gleich im letzten Drittel und werfen wie immer noch einen kurzen Blick auf die Bewertungen von Cigar Aficionado, bevor ich zu meinem eigenen Fazit komme. Bis gleich. Jetzt im letzten Drittel ist dieses floral-cremige Aroma von vorhin komplett verschwunden. Es sind ganz deutlich Röstaromen im Vordergrund und das Nussige schwingt immer noch so ein wenig mit. Aber diese typisch erdig-ledrigen kubanischen Aromen schlagen jetzt wieder voll durch im letzten Drittel und die Zigarre schmeckt immer noch exzellent. Der Abbrand hier ist absolut perfekt. Da gibt es überhaupt gar nichts zu meckern. Ich musste überhaupt nichts nachkorrigieren und ja, völlig problemlos.
Wenn wir uns mal die Bewertungen bei Cigar Aficionado angucken, da gibt es insgesamt 15 Stück im Zeitraum von 2006 bis 2019, also eine Zeitspanne von 13 Jahren. Im Schnitt liegen wir bei 91,3 Punkten mit einer Range von 88 Punkten in 2014 bis 94 Punkte jeweils in 2009, 2016 und 2017. In die Top 25 hat sie es zweimal geschafft, und zwar in 2007 und in 2018. In den letzten drei Jahren ist das Rating leider stetig um 4 Punkte gefallen. Allerdings kommen wir da auch vom Allzeithoch her, und das letzte Rating mit 90 Punkten ist auch immer noch ziemlich gut. Mal hoffen, dass sie sich wieder fängt und nicht noch weiter abrauscht. Ja, mir hat die Zigarre wirklich sehr gefallen. Sie hat ein schönes, nussiges Aroma, das sehr gut mit diesen typischen kubanischen Aromen harmoniert. Sie ist sehr ausgewogen und wirklich sehr, sehr rund. Von der Stärke her ist sie nicht so wirklich stark, aber ich würde sagen, doch schon eher etwas mehr als das Mittelmaß. Ich kann die Zigarre nur empfehlen, also probiert sie mal aus und schaut, ob sie was für euch ist. Ich habe sie auf jeden Fall nicht zum letzten Mal geraucht. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann bitte gerne meinen Kanal abonnieren. 60% der Zuschauer haben tatsächlich nicht abonniert. Da ist also noch ordentlich Luft nach oben. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.